Seit 275 Jahren dreht sich in Fürstenberg alles um Porzellan und um Handarbeit. Alleine das Niedersachsenpferd besteht aus 16 Einzelteilen. Exemplare dieser Größe gibt's nur auf Bestellung, nicht im freien Verkauf. Gut 500 der rund 3.500 Euro teuren Tiere hat Viktor Abrahams schon modelliert und zusammengebaut. Für ihn ist diese Arbeit auch nach 27 Jahren immer noch etwas Besonderes. Die Genauigkeit, die diese Arbeit verlangt und die Herausforderung, etwas immer wieder neu entdecken zu dürfen, das ist schon der Reiz an dieser Arbeit. 1747 erteilt Herzog Karl I. von Braunschweig-Wolfenbüttel den Auftrag, im Weserdistrikt eine Porzellanmanufaktur zu gründen. Rund drei Jahre später zieht diese ins Schloss Fürstenberg. Heute ist hier das Museum, geleitet von Christian Lechet. Unter dem Motto »In Herz und Hand« stehen in den Vitrinen zum allerersten Mal Schätze, die eigentlich Familien gehören und über Generationen weitervererbt wurden. Ein Ausstellungshighlight ist das sogenannte holländische Service. Es besteht aus 185 Teilen und ist das größte zusammenhängende Fürstenberg-Service aus dem 18. Jahrhundert. Es wurde für einen niederländischen Kunden hergestellt. 1773 bis 1774 wurde es angefertigt. Sieben Maler haben ein Jahr an diesem Service gearbeitet. Jedes Stück ist mit einer aufwendigen Landschaft bemalt und kein Motiv wiederholt sich dabei. Also der Aufwand, den man für dieses Service betrieben hat, ist wirklich unglaublich und es macht unheimlichen Spaß, sich diese Objekte anzuschauen und ja eigentlich in diesen Landschaften auf den Tellern, Platten und Terrinen mit den Augen spazieren zu gehen. Auf drei Etagen verteilen sich die historischen Kostbarkeiten. Es sind Ausstellungsstücke, die sonst in ganz normalen Privathäusern stehen. Naja, fast normal, denn Teile des Services von Firmengründer Herzog Karl I. stehen eigentlich auf Schloss Windsor. Teller, die im 18. Jahrhundert hochmodern waren. Damit hat Karl I., so der Plan, sein Herrschaftsgebiet auf den gedeckten Tisch geholt. Es war also ein ganz anspruchsvolles Programm, sowohl inhaltlich als auch künstlerisch, weil nämlich der Maler Pascha Weitsch damit ein ganz frühes Beispiel für romantische Landschaftsmalerei entwickelt hat. Zeiten und Geschmäcker ändern sich, doch das Material bleibt mehr oder weniger gleich. Es ist ein Gemisch aus weißer Tonerde, Quarz und Silikatmineralen, das am Ende die Porzellanmasse ergibt. In den 30er Jahren wurde sie noch per Hand in die Gipsform gegossen. Heute passiert das elektronisch. Trotzdem geht's nicht ohne Fingerspitzengefühl und den Blick fürs Detail. Rund 20 Menschen leisten in der Produktion echte Maßarbeit. Wir reden mittlerweile tatsächlich im Bereich von Zehntelmillimetern. Das heißt, die Stapelbarkeit, die ist heute so genau gefragt, oder zumindest ist das unser Anspruch, dass der Spalt zwischen den einzelnen Artikeln, die aufeinander gestapelt werden, nicht zu groß ist, aber auch nicht zu klein, dass es eventuell knirscht, wenn man die Artikel aufeinander stehen hat. Um Millimeterarbeit geht's auch bei den Porzellanmalern. Statt historischer Landschaften mögen es die Menschen heute lieber etwas einfacher. Edel soll's trotzdem sein. Dieser Becher kommt mit einem echten Platinrand auf den Markt, gemalt von Peter Kaffmeier. Er arbeitet bereits seit 42 Jahren für die Manufaktur. Der Beruf ist halt sehr interessant, abwechslungsreich. Ne? Durch die verschiedenen Dekore, die man so hat. Früher war es mehr so historische Sachen, heute geht man mehr ins Moderne. Doch Handarbeit kostet, diese Portionsgießer beispielsweise rund 100 Euro pro Stück. Trotzdem schreibt der Betrieb seit Jahren rote Zahlen. Es gibt keine Porzellanmanufaktur in Deutschland, die schwarze Zahlen schreibt. Weil Porzellan geht durch 100 Hände und das kostet auch Geld. Und es ist auch ein bisschen Kulturgut, muss man sagen. Das, was wir hier tun, das gibt es ja nicht häufig. Während das Land Niedersachsen, Haupteigentümer der Manufaktur, galant darüber hinwegzusehen scheint, bringt das Unternehmen jedes Jahr neue Produkte auf den Markt. Die neueste Kreation, ein Becher to go.
Für Geschäftsführer André Neis liegt er damit voll im Trend. Denn große Geschirrservice, das war einmal. Man verheiratet sich auch nicht mehr mit seinem Porzellan. Früher war es die Grundsatzentscheidung, was nehme ich denn jetzt? Nehme ich Fürstenberg oder was anderes? Und heute kann man sehr gut mischen und mixen. Und das ist, finde ich, hervorragend, wenn es so ist. Und Hauptsache, der Tisch ist gedeckt, man kommt wieder zusammen, man spricht und hat Freude gemeinsam am Essen. Wie es hinter den Kulissen der Porzellanmanufaktur so ausschaut, das können Sie nebenbei am 28. August selber erleben. Da ist nämlich Tag der offenen Tür.